So, herzlich willkommen zur 21. Folge von Let's Play Assassin's Creed Liberation auf dem Dosenloop-Kanal. Dosenloop-Kanal. Witzig. Und wir. Wo wollten wir jetzt hin? Auf jeden Fall haben wir herausgefunden, dass Jamal, der Silberschmied, in Wirklichkeit der Anführer hinter oder der Böse hinter Monsieur de la Sierres Tod ist. Schon eh. Ja. Naja, auf jeden Fall wissen wir, dass er halt schuldig ist. Und wir müssen deshalb jetzt mit unserem Mentor Mirabeau sprechen, damit wir ihm davon erzählen und ihn halt auch fragen, damit alles mit rechten Dingen zugeht und nicht so wie Lafreniere, den wir dann einfach töten. Was jetzt ziemlich bescheuert war. Also ab durch die Menge. Es sind schon ein paar Leute in der Menge. Ein teuflischer Trick. 1200 Florin. Das sind schon viel, muss ich sagen. Also gut bei Kasse bin ich sowieso nicht. Merke ich immer wieder. Aber es ist trotzdem viel, diese 1200 Florin. Davon kann man sich ja, zu der Zeit kann man sich davon eine gute Mütze kaufen. Sozusagen. Gibt es auch meine. Ich frage jetzt mal, gibt es auch eine Belohnung, wenn man alle Truhen im Bezirk gefunden hat? Ich weiß es nicht. Lass jetzt einfach mal. Wieso lag die da auf dem Boden? Ah nein, die hat den Boden gewienert. Ich dachte, die wäre tot. Ich bin schon zu paranoid. Das kann mal Elise? passieren. Monsieur Mirabeau? Okay. Was ist jetzt los? Elise? Elise? Was soll das? Ich habe ihn so gefunden. Ich war es nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Und was tun wir dann? Wir finden raus, was passiert ist. Okay, dann. Gucken wir mal, warum Monsieur Mirabeau tot ist. Man kann das bestimmt ganz einfach sehen. Ja, indem man Was ist das? ein schönes Templerabzeichen findet. Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Okay, scheinbar ist die Beweislast gegen Elise groß. Vergiftet. Lass mich mal sehen. Akonit.
Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja? Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. Und die Beweise verdichten sich noch mehr. Ich müsste sie aber eigentlich nicht beschuldigen. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Meister Kemar. Oh. Okay. Ich kann sie jetzt beschuldigen. Ich muss es aber nicht. Nein. Nein, ich möchte doch unsere geliebte Elise nicht beschuldigen. Warum sollte ich das tun? Ich glaube, wir gehen einfach zu Kemar. Unseren Typen, der uns immer Pisspot nennt. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem ab zu Kemar. Du hast nicht gejubelt. Du bist nicht mit dem Herzen dabei. Ach, ist es schon... Lauf doch einfach geradeaus. Du Assassine, du. Das ist doch viel einfacher, als die ganze Zeit Kurven zu laufen. Dann mal gucken, was unser Mentor Kemar dazu sagt. Da bin ich ja mal gespannt, was der uns zu verklickern hat. Wenn er überhaupt da ist. Vielleicht sehen wir ihn ja auch gar nicht. Oder irgendwie so. Nein, aber doch, er ist da. Ah, Monsieur Dorian, was kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut. Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Es hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Bitte, gebt mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Mörder. Also gut. Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Mirabeau wurde vergiftet mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz. Es ist natürlich streng reglementiert, aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Danke. Kann ich den jetzt auch beschuldigen? Nein, schade. Vielleicht war es er ja, als Unstimmigkeiten zwischen den beiden gab. Arnaud, welche Freude. Ach ja. Gucken wir mal in die Gegenstände. Ich überspringe das mal eben und dann bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ich überspringe das immer, weil ich ziemlich lange in diesen Menüs rumwusel und wirklich alles miteinander vergleiche und so weiter. So mache ich das auch bei meiner Computerzusammenstellung. Also, da wird alles mit allem abgewogen, verglichen und so weiter. Deshalb denke ich, auch die Ladezeiten überspringen. Und dann machen wir direkt weiter mit indem wir den Apotheker ausfindig machen. Ah, jetzt kann ich auch hier Kemar beschuldigen. Es ist doch mal schön, dass man auch so ein bisschen Freiheiten hat. Ich
finde es nur schade, dass es hier keine Schnellspeicherfunktion gibt. Sonst könnte man ja hier einfach mal gucken, was passiert und dann zurückmachen und dann neu machen. Das ist übrigens auch meine Vorgehensweise bei Dishonored. Dass ich dann immer irgendwo speichere. Einer vorne. Okay, hat geklappt. Speichern. Nächster nach vorne. Okay, hat geklappt. Speichern. Guck mal, wie es da geht. Okay, hat geklappt. Speichern. Also, so richtig schön hintereinander alles weg ausprobieren und sozusagen Try and Error machen. Und deshalb würde ich auch kein... Ich wollte am Anfang eigentlich ein Let's Play von Dishonored machen, aber ich mache es jetzt nicht. Bonsoir. Ich frage dich, ob ihr... Nicht schon wieder. Gut gemacht. Wartet. Verdammt, kommt wieder zurück. Auf jeden Fall, weil ich da immer so eine Stunde für so ein ganzes Level brauche oder sowas. Und das finde ich nicht so schön. So. Wieso sind wir eigentlich nicht da drunter hergelaufen? Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur ein paar Fragen. Mir fällt irgendwie auf, dass Ezio die Treppen ziemlich breitbeinig hochläuft, ne? Oh, komm, lauf! Sag jetzt nicht, dass ich dich verliere. Ach, man kann ihn gar nicht verlieren. Ja, das ist ja schön. Das ist ja super. Boah. Ich habe nur ein paar Fragen. Wir sind ja sowas von superschnell gerade unterwegs. Ich weiß nicht, warum der uns eigentlich nicht entkommen ist. Wie ich mich kenne, liegt das wahrscheinlich, keine Ahnung an was. Auf jeden Fall sind wir ziemlich langsam. Irgendwie komisch. Läuft der jetzt hier im Kreis oder wieso? Ja, der läuft im Kreis. Wie witzig. Okay, dann können wir ihn ja auch einholen. Ach, wir haben den gar nicht gerammt. Man kann auch daneben rammen. Das ist ja mal witzig. Na, was sagt er uns jetzt? Oh, bitte! Ich habe es keinem erzählt. Genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es! Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Der andere mit der Kapuze. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte, genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden... Erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier, dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? So, und damit haben wir die nächste Mission abgeschlossen. Ach so, übrigens, ich habe mir auch neue Hosen gekauft. Das wollte ich noch sagen. Was machen wir vor der Dame? Nichts. Wir laufen jetzt einfach zur nächsten Mission, würde ich sagen. Oder?
Ja. Und zwar mit etwas Schnellreisetechnik. Und hiermit würde ich auch gerne die Folge beenden. Und ja, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Assassin's Creed Unity. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein!